Mittlerweile bin ich bei der letzten Folie angelangt. Hier braucht es noch eine letzte Korrektur. Dieser Text hier soll eine Aufzählungsliste sein. Das kannst du machen, indem du entweder den ganzen Text überfährst oder eben einfach nur den umgebenden Rahmen und nachher aufs entsprechende Symbol klickst. Nun haben wir also alle Folien. Du siehst sie hier in der entsprechenden Reihenfolge und kannst diese beliebig ändern, wenn du eine Folie packst und unter die andere ziehst. Etwas einfacher geht das in dieser Übersicht. Hier kannst du die Reihenfolge beliebig nachträglich noch ändern. Und wenn du dir mal einen Überblick verschaffen willst, wie es ausschaut, wählst du die erste Folie aus und klickst auf Bildschirmpräsentation. Ja, mit Escape kommen wir wieder zurück. Es funktioniert offenbar einwandfrei, aber wirkt noch etwas gar karg und schmucklos. Aber das werden wir jetzt dann gleich beheben.